Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu Rheinischs Zeitgedanken auf dem höchsten Punkt unserer Insel. Und wir schauen so ein wenig über das Meer, über die Adria. Wenn man da nach drüben schauen würde, würde man irgendwann Venedig erreichen. Und in diese Richtung, da liegt dann irgendwo Ancona. Ja, wir hatten ein interessantes Gespräch und zwar mit Jugendlichen. Es gibt zwei Lager hier auf dieser Insel, ein christliches und ein normales Jugendlager, die mit dem christlichen Glauben nicht viel am Hut haben. Als wir die andere Seite fragen, sagten sie ganz einfach, wir sind die Besseren, wir machen keine Bibelstunden. Das hat mich erstmal vollkommen erschrocken, dass sie sich als die Besseren verstehen und zwar aus dem Grund, dass sie keine Bibelstunden machen. Ja, und dann sind wir mit den Jugendlichen ins Gespräch gekommen. Sie hatten sich eigentlich zu uns gesetzt, ganz in der Nähe am Wasser. Und da ging es darum, doch auch ein bisschen weltliche Themen zu bewegen. Und da sprachen wir über die Philosophie, über das Woher, Wohin und Wozu. Da konnte man noch mitgehen. Aber dann kam die Meinung, dass sie sich für andere Sachen interessieren, und zwar für die Umwelt. Ja, und als wir da nur ein bisschen tief Luft holten, das war zu viel der Emotionen, da baten sie, dass sie nicht mehr mit uns reden wollen, dass sie doch jetzt keine Disputation machen wollen. Und sie wollen jetzt einfach die Zeit genießen, die freie Zeit. Und das Wichtigste, worauf es bei ihnen ankommt, ist, schöne Stunden zu haben, Fun zu haben und letztlich eben den Tag zu genießen. Ja, ich habe mich dann natürlich zu erkennen gegeben. Es wurde dann noch ruhiger, aber mit dem Bibellesen oder mit der frohen Botschaft, da wollte man lieber nichts zu tun haben. Und da bat man uns beide, dass wir uns doch entfernen sollten. Daraufhin haben wir natürlich gesagt, Moment mal, wir waren noch zuerst hier, ihr habt euch doch zu uns gesetzt. Und dann hatten sie wenigstens noch so viel Anstand, sich zu entschuldigen, aber sie möchten hier nicht weiter gestört werden. Ja, so scheint die Welt zu ticken. Sie möchten nicht gestört werden. Entschuldigung, wenn wir mal etwas Kritisches sagen. Entschuldigung, wenn wir irgendwo das Spiel verderben. Und wir wissen, dass Brot und Spiele überall ja in sind. Erst die Fußballspiele, dann die Olympischen Spiele. Das ist alles wichtiger. Ob es bald einen Krieg gibt, das interessiert keinen Menschen. Kommen wir an diesem Samstag zu Losung und Lehrtext. Da heißt es im Psalm 9, der Herr wird den Armen nicht für immer vergessen, die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein, ewiglich. Die Frage ist, wer ist arm? Wir sehen uns ja ganz schnell selbst in dieser Position und sagen, ja, die anderen haben ja noch viel, viel mehr. Ich bin ja so ein armer Schlucker. Ich müsste erstmal das haben, was Sie alles haben. Und schon sind wir nämlich auf der Seite, die bemitleidet wird. Wir wollen nicht gerne zu den Reichen zählen. Wir wollen zwar dabei sein, aber nicht offiziell zu den Reichen zählen, denn das macht ja keinen guten Eindruck. Man müsste ja vielleicht was abgeben, man könnte ja schlechtes Gewissen bekommen. Man könnte ja auch das Geld für anderes einsetzen. Also sagt man, wir brauchen ja uns nicht zu engagieren. Wir sind ja arm. Hier sind aber wirklich die Armen gemeint. Menschen, die nicht genug zum Lebensunterhalt haben, die kämpfen müssen, die um das Überleben kämpfen müssen. Und da gibt es leider auf dieser Welt und in jeder Gesellschaft genügend, auch bis in unsere heutige, so säkularisierte Zeit. Die großen Globalisten, die sich rühmen, den Transhumanismus zu erstellen und den Menschen zu transformieren, waren nicht in der Lage, den Hunger zu beseitigen, das Elend zu beseitigen, sondern sie waren nur in der Lage, die Klassengesellschaften noch größer auseinanderklaffen zu lassen. Und letztlich wissen wir, dass sie einfach den Hals nicht voll kriegen können.
Aber die eigentliche Weltaufgabe, den Hunger und das Elend zu beseitigen, dass alle leben können, haben sie nicht geschafft. Hier ein Wort des Trostes aus dem Psalm 9. Gott wird diese Menschen nicht ewiglich vergessen. Ob es hier zur Zeit auf Erden für sie noch eine Wende gibt oder ob es dann danach ist, das lässt der Psalm offen. Wir wissen es nicht genau. Aber es ist trostreich und trostvoll zu wissen, dass Gott gerade auf diese Armen sieht, nicht auf die Reichen. Dann heißt es im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel, Jesus spricht, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Ja, wir kennen die Seligpreisung und da ist es wichtig, dass wir arm sind. Warum müssen Christen gar nichts besitzen, müssen sie arm sein? Wir hatten diese Frage schon mal bewegt. Es geht ja vielmehr darum, dass je mehr man hat, desto schwerer fällt es, einem loszulassen. Und desto mehr man hat, desto mehr muss man ja doch auch in die Verantwortung. Wir kennen das große Gleichnis von Jesus, von den anvertrauten Talenten. Wer also viel hat, der hat auch hohe Verantwortung. Und da geht es letztlich darum, dass wir doch erkennen sollen, wenn wir viel haben, ist die Gefahr auch da, dass wir ganz schnell abzweigen. Und zwar falsch, dass wir für uns da sind, dass wir für uns ein schönes Leben gestalten, dass wir nicht genug kriegen können, aber dass wir weder teilen noch unsere Energien und unsere Talente in dieses Leben weitergeben, damit andere Freude haben und auch leben können. Ja, und so unterstreicht die Seligpreisung noch einmal genau das, dass es eben schwer sein wird, in das Reich der Himmel zu gelangen. Und für all jene, die jetzt den Verstand vollkommen verloren haben, ich brauche sie gar nicht aufzuzählen, in den RKI-Files kommen sie mit Namen vor und später erfahren wir auch von den großen Giganten, die da im Hinterhalt die Strippen gezogen haben und uns eigentlich richtig vorgeführt und veralbert haben. Ja, diese werden ihre Rechnung bekommen. Ihr Lohn wird nicht das Himmelreich sein, sagt Gott, sondern das wird eher den Armen zustehen. Und so können wir uns ja überlegen, zu welcher Gruppe wir gehören wollen. Oder vielleicht auch einmal feststellen, zu welcher Gruppe gehören wir eigentlich. Können wir noch etwas mehr in diesem Leben tun? Können wir Dinge mit bewegen? Können wir Dinge verändern und verwandeln? Können wir auf das Eigentliche hinweisen? Oder sehen wir uns sogar so wie die Jugendlichen, von denen ich am Anfang erzählte, ja, wir sind ja sowieso die Besseren. Wir sind ja schon mit einem Bein im Himmelreich. Vorsicht ist geboten, so sagt es Jesus. Die Gerechten, die sich wähnen, ins Himmelreich zu kommen, können auch noch im letzten Moment das Himmelreich verspielen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ganz viel Kraft. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen. In der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Zeit. Sie hören ab und zu mal ein Autogeräusch an diesem Samstag. Wir sind mit dem Velo hier hochgefahren und wir haben jetzt kein Wasser mehr. Wir haben jetzt beschlossen, den Weg wieder ins Tal zu nehmen und zwar Richtung Unterkunft, also Stadt, damit wir Wasser bekommen und zwar nicht in die Richtung, dann in die Südspitze dieser Insel. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Haben Sie eine wundervolle Zeit. Es grüßt Sie, Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott,
und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.